So, halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe, zur nächsten Folge FIFA 16 Trainerkarriere mit dem FC Bayern. Wir spielen gegen den ersten FC Nürnberg am Wochenende. Oi, oi, oi. In der Champions League lief es diese Saison richtig gut. Danach schon DFB-Pokal. Oh. Vorstand Turnierpreisgeld 12 Millionen fürs Erreichen des Achtelfinals in der Champions League. Nationaltrainer Offerte von Belgien. Zögern. So, aktuell ist aus England, interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ja, würde ich sagen, spielen wir mal ein Spielchen. Welches Jahr haben wir überhaupt? Dezember 2018. Oh, das heißt, ich trainiere jetzt, geht auf die EM 2020 zu. Naja, so, wir spielen gegen Nürnberg. Mal gucken, wer denn jetzt alles an der Reihe ist, mal wieder von Anfang an zu spielen. Ich spiele heute in Weiß, bevor ihr wieder meckert, dass ich immer nur in Rot spielen werde. Oder einige von euch meckern ja, wobei es mir eigentlich völlig egal ist. Aber ich erfülle ja gerne auch mal ein paar Wünsche. So. Oh, Müller in Form tief. So, Bernard, Tanner, Draxler, Beautyman, Feig, die haben alle gerade gespielt. War es in der Champions League? Ich würde ja gerne weiter mit Jugend vorspielen, aber ihr seht, die sind beide nicht hundertprozentig fit. Deswegen Feig. Also Reus ist topfit, der kommt. Über links, Lewandowski raus. Mit Ronaldo läuft es im Moment bombig. Kimmich leider auch nicht ganz fit. Draxler, den nehme ich mit, der kommt für Lewandowski. Ich weiß noch nicht, wen ich einwechseln werde. Schauen wir mal. Ja, auf geht's. So, herzlich willkommen. Nürnberg empfängt hier die Bayern, keine Ahnung in welchem Stadion. Ja, ist selten, dass man gegen Nürnberg spielt. Ich glaube, die sind, glaube ich, gerade erst wieder aufgestiegen hier jetzt in der letzten Saison hier in FIFA. Nicht zu verwechseln mit dem Real Life. So, wen haben wir denn hier? Wu Lai vorne drin. Oh, ansonsten... Keiner dabei, wo ich jetzt sagen will, oh, ja, den beobachten wir mal. So, zwei Tore im letzten Spiel, Burgstaller und 7 Tore. Was? In den letzten 3 Spielen? Der sieht aus wie Mustafi so ein bisschen. Ah, Ronaldo im weißen Bayern-Dress. Mal gucken, was er heute imstande ist zu leisten. Auf geht's! Wesley Sneijder natürlich auch wieder von Anfang an. Viele haben ihn bemängelt, würde ich schon sagen. Viele haben gesagt, der taugt nix. Tauge nix. Und was macht er? Der Wesley, der haut hier einen nach dem anderen raus. Oh, stark gespielt. Ja, aber kein Problem für den Neuer. Wirklich kein Problem. So, und jetzt hier eiskalt. Au, na, oh Gott. Das lief ja noch nicht so prickelnd. So, also erste Chance für Nürnberg. Halten wir fest. Und da ist starker Einsatz. Schade, aber nicht. Ja, muss man nicht pfeifen. So, Ballbesitz. Klünter. Über rechts, über Rom. Ah, war ganz scheiße gespielt. Die Idee war super. Am Rücken vorbei, aber der hat sich irgendwie in dem Moment gedreht. So, Nürnberg mit Heimrecht. Die letzten 2 Ligaspiele habe ich, glaube ich, nur unentschieden gespielt. Ich weiß nicht mehr genau gegen wem. Riesenspiel gegen Schalke, dann irgendwie Frankfurt oder so. So, Reus. Oh, geht ja schon wieder los mit Passfehlern hier unter anderem. Ah, Boateng. Geis und oh nein, der sollte eigentlich direkt weiter auf Reus, beziehungsweise direkt durch auf Reus. Oh, schade. Der schöne Pass von Geis auf Ronaldo. Hätte auf Geis gesollt, Reus. So, nehmen wir mal Alaba mit.
Oh, Klünter kriegt ihn noch zu robben. So, und so sollte man robben! Nicht alleine lassen! Ein Robben! 1:0! Ich gucke gerade so komisch, weil ich dachte, Mikrofon schlägt zu weit aus. Aber wenn ich schreie, ist das natürlich klar. Was für ein Tor von Ein Robben hier. Oh, ja. Ja, so sollte man den Ein Robben wirklich nicht frei zum Schuss kommen lassen. So, ihr sagt ja mal, ich soll flanken und schießen. Geschossen habe ich. Jetzt versuche ich zu flanken. Arjen Robben. Oh, das ist ja unglaublich. Da ist die Flanke, aber halt nicht für mich, sondern gegen mich. 1:1. Perfekt, ey. Was ist hier los? So, Thielemans. Alaba. So, nicht zu viel daddeln, gerade nicht von den Abwehrspielern hier. Oh, Robben! Da ist meine Flanke, Ronaldo! Jawohl! 2:1! CR7! Puh! Also, erneute Führung hier. Ist auch sehr steil auf Robben, aber der wäre wahrscheinlich... Und dann Flanke mit rechts und Ronaldo. Boah! Ist das geil, oder was? Zug! Guckt an den linken Pfosten, köpft in den rechten. Ja, wieder Ronaldo mit einem Tor. Das ist natürlich schön. Ja, schön von Alaba. Und wieder Robben. Oh. Schade. Ja, das passiert, wenn man die Seitenwechsel nicht gut macht. Läuft mir gleich in den Konter. So, schön. Thielemans jetzt. Konter der Bayern. Nein. Ich wollte ja nicht mal selbst schießen mit Robben. Oh. Mutig gegen Boateng. Was? Boateng ist doch sonst so schnell. Eckball. Also Nürnberg durchaus in der Lage, hier mit einzelnen Aktionen Tore zu erzielen. Ich habe jetzt nicht geguckt vor diesem Spiel, wo sie in der Tabelle stehen. Einwurf. Geht direkt durch. Och Mann, lass doch Vorteil laufen, blöder Sack. Blöder Sack von einem Schiedsrichter. So, David Alaba. So, Klünter, wohin? Von Snyder noch nicht so viel. Oh, Thielemans hier. Von Snyder noch nichts zu sehen. Habe ich ihn gerade mal angesprochen vorm Spiel und dann hier so eine erste Halbzeit. Jetzt mal am Ball. Ronaldo. Wieder Snyder. Auf Reus. Und Ronaldo. Zweite Flanke. Mann, war das geil ausgespielt, oder was? 3:1. So, hier nochmal. Thielemans leitet weiter auf Reus. Und dann diese haargenaue Flanke. Wow. Sehr, sehr geil. Also, läuft. Könnte gar nicht besser laufen.
Oh, 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 steh auf, Junge. Das wär's doch gewesen. Oh. Tielemans versucht hier. Kommt er noch ran? Nee, kommt er nicht. So, mit Neuer kann man ja spielen. Schön dazwischen nach Möglichkeit halten, dieses 3-1 zur Halbzeit. Also kein weiteres Nürnberg-Tor jetzt. Und Halbzeit. 1-3 aus Nürnberger Sicht. Das ist doch mal wieder ein Spiel nach meinem Geschmack hier. Viele Tore. Viele schöne Tore. So, der Rest interessiert nicht. Ich muss in der Liga ja sowieso auch nur auf mich gucken. Muss man das nicht eh jedes Spiel? Oh, Snyder. Kriegt er den? Ja, so ein Wesley. Oh, schade. Immer noch topfit, der Mann. Schade. So, Klünter, Zweikampfsieger beim Kopfballduell. So, mit einer 3-1-Führung spielt sich das Ganze natürlich schön flauschig. Der Versuch auf Reus, kein Abseits. Nein, verdammter Käse. Verdammter Käse. Oh, oh, oh. Oh. So, kommt natürlich die Frage, wann wird hier gewechselt? Oh, zu hart. Also nicht Joe Hart, sondern, oh, der Pass war zu hart. Naja. Nein, shit. So ein bisschen zerfahren das Ganze hier gerade so. Ah, geplagt von Fehlpässen. So, damit Neuer auch mal was hält. Oh. Mann, Klünter. Selbstverschulden quasi wieder hier. So, und jetzt mal raus. Und vielleicht sowas wie eine Konter. So, Nürnberg, die drängen hier nochmal. So, ich mache schon mal meine Wechsel fertig. So, Goose Feig natürlich. Beauty Man, der kommt für Geiss. Und dann bringe ich heute mal den... Ja, Ronaldo hat getroffen, da kommt jetzt der Müller vorne als Stürmer. So, ich bräuchte mal einen Ball im Aus hier, schön. Nein. Den wollte ich eigentlich irgendwie auf Robben. So, jetzt muss ich den Ball mal irgendwie ins Auskriegen. Dankeschön. Perfekt. So, vor der 70. Minute wird hier gewechselt. So. Damit Jugend forscht auch wieder dabei. Hier ist Beauty Man.
Der zeigt gleich, was er im Füßchen hat. Was macht der Torwart? Ach, schade. Zu viele Ideen, Beauty Man. So, krieg ich noch ein Tor, neuer Blau. Oh, wie ich das hasse in FIFA hier, die Torhüter. Was pfeift er jetzt? Foul? Beauty Man hier. Sehr robuster Typ, muss man ja sagen. Nein, da hat wieder nur ein Halbbruchteil einer Sekunde gefehlt. So, Nürnberg macht hier Dampf, Walter Falter. Puh. Nürnberg meint es ernst. Tielemans! Ecke. So komme ich erst nach Druck des Gegners wieder ins Spiel. Scheint so. So, Reus nochmal. Das war nicht perfekt auf Müller. Oh, Tielemans hier. Da habe ich den Schalter wieder umgelegt jetzt, oder was ist hier los? Oder Schockzustand, dass sie tatsächlich ein Tor erzielt haben bei den Nürnberger. Man weiß es nicht. Oh. Tielemans. Beauty Man, der hat ja einen Linken, der hat einen Linken! Scheiße, Dreck! War so nicht gewollt, ich wollte wirklich den Ball spielen, aber... Nur gelb! Nur gelb, da hätte ich auch mit der roten leben müssen, leben können. So, nicht schon wieder in der 90. plus den Ausgleich hier. Das kennen wir ja schon. Ja! Gute erste Halbzeit und in der zweiten dann... Puh, so durchgerutscht. Naja, 3 Punkte. Neuer freut sich, das ist gut. Er weiß, wie wichtig diese 3 Punkte gerade waren. So, weiter. Ronaldo 8,5. So, und der Rest, Bayer, Leverkusen, HSV gewinnt. Uiuiui. So, oh, jetzt machen wir hier noch, oh, guckt euch das an. So, wen hatte ich ja zuletzt trainiert? Ich hatte ja, genau, Himmelmann ziehe ich ja gerade richtig hoch. Beautyman und Feig alles simulieren. Also voll auf Jugend forscht hier, alter Falter. So, und bei Himmelmann, der ist auch erst 15 oder 16, also hoffentlich wird er noch 17. Er hat jetzt schon fast 60, also da kriegen wir noch ordentlich was hin bei dem Himmelmann. So, beim nächsten Mal geht es weiter gegen 1860 im DFB-Pokal. Wir sehen uns, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.